Kennst du auch Hunde, die total aufgedreht sind, die, wenn sie einen Menschen sehen, sich vor lauter Freude nicht mehr einkriegen, die dann anspringen und die anfangen zu quietschen und die vielleicht sogar vor Freude sogar unter sich machen, die, wenn sie mit anderen Hunden spielen, halt kein Nein akzeptieren, immer distanzlos in jeden Hund reinballern und ihn zum Spielen bringen wollen. Ja, in diesem Video zeige ich dir, wie du das vielleicht von Anfang an verhindern kannst und wenn du so einen Hund hast, der jetzt schon ein bisschen älter ist, was du mit dem machen kannst, damit auch der Hund ein bisschen ruhiger wird. Geht gleich los. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, dieses Thema, das fängt eigentlich schon gleich beim Züchter selbst an. Wenn du jetzt noch keine große Hundeerfahrung hast und kommst zu dem Züchter hin und suchst dir dann den Welpen aus, der gleich völlig ungebremst, gleich vor lauter Freude da zu dir hergerannt kommt. Das machen nämlich viele immer noch, weil sie halt meinen, ja, das ist der offenste, der freundlichste und so weiter. Ja, das stimmt schon, das ist er, aber das ist dann auch der später dir dann halt solche Probleme dann macht, dass er halt distanzlos sich verhält und völlig ja, überdreht eigentlich in gewissen Situationen. Und ich würde mir diesen Welpen sicherlich nicht aussuchen. Ich würde eher einen nehmen, der zwar schon natürlich keine Angst hat, aber der vielleicht erstmal ein bisschen abwartet, bevor er losrennt. Und wäre sicherlich dann später beim Ausbilden der einfachere Hund. Ja, und solche überschwänglichen Welpen, wenn man die dann zu Hause hat, die zeichnen sich meistens auch dadurch aus, dass man mit denen sehr gute und schnelle Erfolge hat, wenn man belohnungsorientiert mit denen übt. Also die machen solche Sachen ganz, ganz schnell mit und sind auch total begeistert dabei. Die machen ganz schnell Sitz und die gehen auch, wenn du den Leckerchen dann so an der Seite dann so hältst, ganz toll Fuß und so. Die machen auch ganz schnell Platz, wenn man denen das zeigt mit dem Leckerchen nach unten und sind so hellauf begeistert. Aber, jetzt kommt dieses Aber, ja, das bleibt nicht so. Ne? Die werden, wenn sie halt ein bisschen älter sind, spätestens im Alter von 4, 5 Monaten, da hast du es dann, dass das einfach nicht mehr ganz so klappt, weil sie jetzt halt auch für viele andere Sachen sehr empfänglich sind und sich ganz leicht ablenken lassen. Solche Hunde, mit denen sollte man wirklich von Anfang an ganz viele solche Sachen machen, wo er sich konzentrieren muss, wo er Ruhe bewahren muss. Ich sage jetzt auch schon, da hörst du immer raus, ne? Da ist dann schon gleich so ein Muss dabei. Damit er lernt, sich zu beherrschen, weil solche Hunde, die haben damit dann wirklich ein Problem. Und das sind dann die, die später wirklich da distanzlos in alles reinknallen. Und die meint es ja nicht böse. Ah ja, aber es nervt trotzdem, weil jedes Mal siehst du aus wie eine Sau. Andere Hunde mögen das auch nicht, wenn da einer wirklich da sofort mit 180 da loslegt und immer nur an Spielen denkt. Und ja, da tappen die Besitzer immer gerne in diese Falle rein, dass sie halt diese, ja, eigentlich kann man es ja schon sagen, Unruhe, die diese Welpen besitzen, eigentlich komplett fehlinterpretieren. Von wegen, ja, der will so viel machen, der will immer was machen und so. Und dann ist das ganz schnell so weit, dass man diesen Welpen einfach irgendwie auch die Idee gibt, so, er will was und dann passiert auch gleich was, ne? Man muss mit solchen Welpen gleich eigentlich von Anfang an ganz anders umgehen, aber das weiß man halt leider erst, wenn man schon ein paar Hunde besessen hat. Oder jetzt, naja gut, da muss ich ein bisschen halt das jetzt sagen, das ist halt nach alles Erfahrungssache. Wenn man die aus der Hundeschule kennt und man sieht das Drama dann schon kommen und die Leute, die sehen das aber natürlich nicht, weil der Hund macht das ja gut mit, so, aber dann spätestens halt, wenn sie ja 5 Monate alt sind, dann geht das Drama los. So, und was du dagegen unternehmen solltest, dass der Hund sich halt trotzdem noch in eine gut handelbare Richtung entwickelt. Das werde ich dir jetzt zeigen. Und ich habe da so einen Hund da, der das eigentlich ganz gut verkörpert, worüber dieses Video jetzt eigentlich geht. Den hole ich jetzt mal und dann zeige ich dir so ein paar Sachen. Ja, das ist der gar nicht mehr ganz so kleine Gio von der Rasse Kleiner Münsterländer. Jagdliche Leistungszucht, soll auch dann irgendwann damit zum Jagen gehen. Ja, der ist jetzt ja so ein bisschen, weil seine Besitzer sind ja nicht dabei,
eigentlich schon sehr viel besser, als wie ich ihn sonst von den Unterrichtsstunden kenne. Ja gut, das ist sicherlich dann auch meine Ausstrahlung so ein klein bisschen. Aber er ist ja fast nicht zu beherrschen, wenn er irgendwas sieht an der Leine, wo er hin möchte. Der springt da ungebremst rein. Er ist, also lässt sich ganz schnell ablenken. Der hat Aufmerksamkeitsspanne, 5 Sekunden oder irgendwie was. Dann muss er gleich irgendwo anders hingucken. Ja, Hase. Der war, als Welpe war er so einer, der hat wirklich da, also alles sofort kapiert mit dem Sitz und mit dem Platz und sowas. Nur jetzt, genau das Alter, wovon ich da im Intro gesprochen habe, wo er jetzt sagt, ja, ist doch ganz nett, aber ich habe jetzt gerade keinen Hunger und ich will übrigens auch was anderes machen. Und dann macht er auch so Sachen, dass er sich dann gegen den Befehl jetzt auch wehrt. Manchmal kannst du sagen, okay, ich verstehe das, wenn der Besitzer das von Anfang an so ein bisschen ja einfach auch anders mit dem Hund geübt hat und sich darauf verlassen hat, dass es immer mit Leckerchen super gut klappt, dann akzeptiert der Hund das natürlich nicht so leicht, wie jetzt, wenn er jetzt mit einer Person übt, die das mit ihm noch nie anders betrieben hat. Ne? Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne mit ihm so ein paar Übungen vormachen oder sagen wir einfach mal gleich so eine Lektion, was ich mit ihm üben würde, wenn das mein Hund wäre. So, ich habe jetzt natürlich auch so ein paar Leckerchen dabei, weil ich mir denke, Gott, ich kann ihn jetzt da nicht total überfordern, wenn ich das jetzt ganz anders mache, wie sein Besitzer das macht. Aber ich möchte jetzt eigentlich darauf hin, dass mein Lob körperliche Zuwendung sein soll, ein ruhig ausgesprochenes, das hast du fein gemacht. Ne? Und ansonsten, okay, darfst aufstehen. Na komm. Meine eigene Lockerheit im Umgang mit ihm. Ne? Weil das so will ich das ja später mit dem Hund dann haben, wenn das meiner ist. Der soll selbstverständlich keine Angst vor mir haben oder sowas, sondern er soll einfach ruhig und beherrscht sein. Und das geht nun mal eigentlich schon los mit dem, wie der Hund sich verhält an der Leine. Und das ist für mich eigentlich, das sind die Basics, die der Hund einfach drauf haben muss. Wenn das noch nicht gut klappt, dann brauche ich über Weiteres eigentlich gar nicht sprechen oder geschweige denn das versuchen, weil das wird dann einfach nichts werden. Ne? Und meine Lektionen, die fangen eigentlich immer erstmal an mit so einem ruhigen Gehen. Ich bin da einfach ruhig, aber ich bin pissig konsequent. Ich mag es nicht, wenn der Hund in die Leine reinspringt. Und gut, was sich jetzt hier gleich da ergibt, das weiß ich auch nicht, aber das ist ja gerade immer das Spannende, dass man jetzt einfach mal schaut und bist live dabei und kannst dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr lernen, als wenn man es immer nur theoretisch erzählt. So, komm hier. Durchfein. Sitz. Bravo. Die Worte. Okay, komm. Merkst du, also ich sage auch nicht unbedingt Fuß oder irgendwie sowas. Ich möchte ihm jetzt bloß zeigen, durch meine Einwirkung und wie ich mich mit ihm verhalte, dass er jetzt sich einfach mal zurücknehmen muss. Und er macht es sehr schön. Also es ist echt gut. Fange ich an mit den ersten Sachen, die er locker kann. Sitz. So, ich brav. Und mein Schwerpunkt bei solchen Hunden ist immer dieses Warten. Ne? Also dass der einfach warten muss, bis er freigegeben wird, dass er abwarten muss. Und ich werde gleich auch Ablenkung einschalten. Gucken darf er, solange er sitzen bleibt, habe ich nichts gegen. Aber ich gehe erst weiter, wenn er mich mal anschaut. Sag mal. Okay, komm. Ah. Gut. Und ich versuche ihm das, dass er... Super. Ich versuche ihm, das so ein bisschen madig zu machen, wenn er jetzt einfach so an mir vorbeiläuft, nach vorne weg. Oder auch zur Seite, was er jetzt zum Beispiel gar nicht macht. Damit er das einfach sein lässt. Ne? Ich gebe aber immer vorher eine Verwarnung. Sitz. Wenn er jetzt so vorläuft oder sowas, dann macht er das ja nicht, um mich zu ärgern, sondern weil er sich bisher noch nie was dabei denken musste. Weil das wurde noch nie, sagen wir mal, ja, fachgerecht korrigiert. Und deswegen klappt es nicht. Ich versuche auch nicht auf Krampf, ihn hinter mir bleiben zu lassen. Weil ich es damit dann doppelt schwer habe. Ne? Ich müsste dann zwei Sachen auf einmal. Erstmal, dass er die Leine locker lässt und dass er direkt bei mir ist. Das sind zwei Sachen. Das mache ich nicht am Anfang mit so aufgeregten Hunden. Wobei er jetzt wirklich verdammt nochmal viel zu brav ist. Wo ist Bein?
gebe dir immer eine kurze Verwarnung, bevor ich irgendwas mache, weil ich möchte ja rein theoretisch komplett ohne die Einwirkung einer Leine auskommen. Das ist ja eigentlich mein Ziel. Deswegen sage ich immer, was ich davon halte, was er gerade anfängt, nämlich wirklich, ne, so, weil das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist so, es ist zwar immer noch so von wegen du, was du da machst, gefällt mir nicht, aber es ist immer noch nett, sag ich mal, ne, weil es rechtzeitig kommt, das ist ja gerade das Ding. Bist bereit? Dann komm. Sehr niedlich. Der hat jetzt auch schon jetzt angefangen, dass er mir gegenüber den Blickkontakt Kontakt gesucht hat, weil er schon jetzt, er ist ein Pfiffiger, kapiert hat, dass es sonst nicht weitergeht. Ne? Das ist sehr angenehm. So ist fein. So, das ist jetzt langweilig, das übt man nicht gerne, weil das ist so relativ trocken, sage ich mal. Ne? Sitz. Aber hilft nichts. So, jetzt kommen die ersten Ablenkungen. Gucken, ob er wieder stehen kann. Auch das, die Ablenkung mache ich nett. Feiner. Sehr gut. Wieder sich ablenken lassen, ne? Schau mal. Okay. Prima, gut. Dann will er gleich wieder dieses Rennen anfangen, ne? Aber ich nehme es ihm nicht übel. Komm hier, Schatz, komm hier. Okay. Super, 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 super. Was hast denn du da Tolles? Oh, so ein tolles Bärchen. Ja, super. Aus. Brav. Gut. Sehr gut. Wenn er wartet, darf er das Ding holen. Jetzt beim ersten, super. Okay, beim ersten Versuch darf er das auch gleich holen, weil sonst kann es sein, wenn ein Hund jetzt da ein bisschen empfindlicher ist, dann will er das Ding schon gar nicht mehr, wenn er dann mal gebremst wird. So, jetzt machen wir das Ganze aus dem Gehen raus. Weil aus dem Sitz heraus Ablenkungen zu widerstehen, das können viele Hunde. Aber gerade dieses Gehen an der Leine, wenn sich dann irgendwas ereignet, was der Hund sieht, will er hinterher. Mal gucken, ob sich was ergibt. Sitz. Gut. Prima. Du hier. Brav. Sitz. Da bin ich jetzt noch nett. Normalerweise müsste ich das anstreben dann natürlich, dass er dann nicht sich hinsetzt, um da zu dem Objekt der Begierde dahin zu peilen, sondern er muss es so machen wie, ne, zu mir schauen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt Leckerchen rauskramen, das hätte er dann vielleicht gemacht. So, jetzt wird der Gio sicherlich glauben, dass er da gleich wieder hinrennen darf. Gucken wir uns das an, wenn ich mich in Bewegung setze. Gio, schau mal. Okay. Hier hin. So, mal gucken. Hier. Ah. Er leidet zwar ein bisschen vor sich hin, aber jetzt brauchte ich gar nichts mehr an der Leine machen, sondern nur mit meinen Füßen was. Und ich bin wieder fies. Komm hier. Gut. Ja, ist scheiße, ne? Ich weiß schon. Jetzt. So, und jetzt bin ich sogar noch fieser, weil ich lasse ihn jetzt los. Da zu dem Bällchen hin, aber ich stoppe ihn trotzdem vorher nochmal. So, komm. Sitz. Gut. Gio, schau mal. Okay. Prima. Gut so. Feiner, Junge. Feiner. Komm her, Junge. Komm. Bisschen rückwärts, fordere ihn auf und kann mit der Leine das verhindern, dass er großartig an mir vorbeirennt und große Kreise zieht. Ohne Leine würde der jetzt hier im ganzen Garten rumrennen mit dem Ding, mit seiner Beute. Aber ich will ihm ja zeigen, dass er mir gerne was zurückbringt, weil das schön ist. Ne? Deswegen streiche ich ihn auch erst und greife nicht gleich nach dem Ball. Ne? Das mache ich so dann nebenbei. Und ich ziehe den Ball nicht weg. Aus. Können wir vielleicht nochmal versuchen zu zeigen, was ich glaube, was dann passiert. Wenn du es wegziehen möchtest, dann wird er immer aufgeregter. Der beißt mir jetzt auch ganz geil in die Finger. Super Sache. Das ist spannend. Das ist wie wenn eine Maus nochmal abhauen möchte und er will sie festhalten. Der erwischt jetzt jedes Mal meinen Finger. Das wäre mir jetzt schon, wo ich jetzt sagen würde, wow, ne? Wenn der sich jetzt doll aufregt, der guckt überhaupt nicht, wo meine Finger sind. Ne? Und allein schon deswegen, aus. Nicht wegziehen, weil damit machst du es noch spannender. Ne? So, komm. Mal gucken, was er kapiert hat. Gut, aber er will mitmachen, ne? Das ist super. So, dann mache ich solche Sachen. Sitz. Dann hole ich mir das Ding selber.
Weil ich freue mich, dass der gerne was bringt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er das Ding jedes Mal selber holen darf. Hast du ganz gut gemacht, Hase. So, komm. Und gleich der erste Versuch, wo er dann jetzt wieder da an mir vorbeibrettern wollte, das war jetzt ja alles harmlos, aber der wird sofort dann eben nochmal wieder gestoppt. Er kommt nicht bis zum Ende der Leine, sondern ich stoppe den vorher. Und das ist das Elendige mit diesem Timing, das, was man braucht. Ne? Sitz. Super. Jetzt habe ich ihn an der Leine fast gar nicht gespürt und er stoppt von sich aus schon und sucht die ganze Zeit so schön Blickkontakt. Aber, schau, okay. Er ist jetzt schon gut. Er ist jetzt ja kein Welpe mehr, den kann ich jetzt ruhig auch mal schmoren lassen, ne? Bevor der dahin darf. Ruhig fein. Und er mag das ganz gerne. Jetzt wieder nicht wegziehen. Ey. Und wenn er zu doll kaut, dann eben mal eine kurze Korrektur, ne? Komm, komm. Brav. Ganz gut. Sitz. Er straft sich, wenn er jetzt dann praktisch ans Ende der Leine geht. Wobei das Ding ist ja mit dem Zugstopp, das ist auch nichts anderes wie eine feste Halsung, was er jetzt um hat. Er bestraft sich damit so ein bisschen selbst. Ne? Nein, nein, nein. Schau mal, komm mal hier. Sitz. Und wieder ja nicht dem ja, entsprechen, was der junge, unaufgeräumte Hund jetzt möchte, nämlich zu dem Ball hin. Guck mal, der weiß nicht, was er will. Ne? Möchte jetzt loslaufen, möchte zum Ball. Dann fängt er zum Quietschen an. Wenn dann erstmal warten, bis er wieder ruhig ist. Du kannst auch machen, dass er ruhig ist. Hey. Komm. Sitz. Brav. Ist schwer, ne? Ich weiß das schon. Aber sich zu beherrschen und warten lernen, das ist das Wichtigste für jeden Hund. Nicht nur für einen Jagdhund, für den ist es eine Grundbedingung, aber für jeden Familienhund denke ich es mir immer genauso. Okay, komm. Genauso, weil da brauche ich das brauche ich für jeden Hund, nicht nur für einen Jagdhund. So, jetzt haben wir das mit dem PLATZ noch gar nicht ausprobiert. Das machen wir jetzt als nächstes. Dafür lasse ich den Ball jetzt einfach fallen. Ich hoffe, er kriegt es nicht so mit. Nee, schafft er nicht. Und bei dem Platz, da kann jetzt mir auch jeder sagen, was er so möchte. Wenn ich das mache, Sitz. Wenn ich das mache, wie so ein Trick, nach dem Motto, ich biete dir was an. Wenn du dann deine vier Buchstaben auf den Boden bringst, dann kriegst du eine Belohnung. Dann nutze ich nicht den Effekt, den ich mit dem Üben vom Platz haben kann. Weil das habe ich bisher mit allen meinen Hunden gemacht. Das ist jetzt niedlich, das lasse ich laufen. Wenn ich mit dem das mit der Leinführigkeit geübt habe, das geht für mich immer noch. Hey. Das geht für mich immer noch am besten mit dem schnell ausgeführten Platz. So, komm mit, probieren wir. Der hat noch ein bisschen den Ball im Kopf, ne? Platz. Okay, komm. Und ich berühre den Hund dann auch gleich, um dieses schnelle Runtergehen zu fördern. Der soll so eingestellt sein, wenn er das nicht, sagen wir mal, zeitnah macht, dann käme von mir die Korrektur. Platz. Aber ich muss den nicht drücken. Der geht von sich alleine runter. Von sich aus alleine runter. Da zeigt sich jetzt so ein bisschen, was ich eigentlich gerne viel mehr da im Video gehabt hätte. Dieses so, oh Mann, oh, ich will aber nicht. Ne? Das, dieses noch Unaufgeräumte, was er hat, noch nicht so, ja, so wie es eigentlich gehört, das mit dem Warten gelernt. Aber es hilft nichts. Ja, da muss ich langsam, das darf ich nicht schnell bestätigen, sein Warten. Der muss wirklich merken, hat Pech, ne? Ja, hilft nichts, Hasi. Da liegt der Ball, ich will ihn mal zu mir haben. Komm her. Brav. Hier. Sitz. Das ist fein. Ist jetzt gut gemacht. Dann kriegst du ein Stück trockenes Känguru.
Auch irre, was man da ausgeben kann. Ich habe es geschenkt bekommen. Komm. 60 Gramm für 3,99 Euro. Da kannst du ja besser Filetsteak kaufen und schneidest dir das klein, bist noch günstiger dabei. Kilopreis von über 60 Euro. Platz! Schwein. Du bist brav. Brav. Ganz gut. Baue auch gerne dann Sichtzeichen ein, weil wenn der Hund darauf eher eingestellt ist, dann habe ich halt auch immer noch nebenbei gefördert, dass der meinen Blickkontakt denn auch mal sucht, ne? Du bist super, machst du ganz gut. Sehr schön, ganz gut. Perfekt. Dafür gibt es dann noch mal was. So, jetzt können wir, glaube ich, gleich mal zeigen, wenn er so eingestellt ist, dass er was bekommt, dann kommt er gleich wieder so ein bisschen auf lustige Ideen. Okay? Ah, ah. Oh, wie schön. Das war gut. Super. Hast du gut gemacht. Ja. Die Welt ist schlecht, ne? Ich weiß schon. Ja, alles übel. Alles übel. So, ist gut. Mal gucken. Ah, ah. Und wenn an der Leine was machen, dann wirklich nur kurz und ganz knackig bloß. Von der Frequenz her lieber zwei oder dreimal, dass der Hund das unterscheiden kann. Weil schau mal, was passiert, wenn ich den mal einfach so ziehe, wenn die Leine stramm wird, dann schaut er überhaupt nicht. Da bin ich auch Luft, weil ich mich nicht bewege und die Leine einfach nur auf Zug kommt. Wenn der Hund jetzt noch aufgeregter wäre, würde ich da jetzt das erleben, dass er immer mehr so irgendwo hin will und immer unaufgeräumter zu werden scheint. Wenn die Leute dann ziehen an der Leine, um ihn davon wegzuhalten, dann schaut er nicht. Ich ziehe jetzt, ne? Aber der bleibt einfach stehen. Siehst du, wie der nach vorne wieder geht, weil so viel Zug auf der Leine war. Wenn, muss ich mich immer zeitgleich zu der Korrektur, die ich da dann verwende, an der Leine, auch dazu bewegen. Mache ich nur so. Das macht jetzt ja überhaupt keinen Sinn, aber nur so, um zu zeigen, ziehe ich nur, schaut der Hund noch nicht mal und er scheint da auch mich zu ignorieren. Kann auch sein, weil er wirklich ja so viel sonst auch so viel zieht. Aber wenn ich das jetzt anders mache, komm. Dann habe ich ja am Halsband, also höchstens so ein Zuppeln, was er spürt, aber er versteht, was ich meine und er schaut, was ich möchte. So, komm. So, und jetzt muss auch bald mal rum sein. Ah, ah. Und das zum Thema, wenn ich jetzt den Hund mal korrigieren musste. Freundchen! Wenn ich jetzt den Hund mal korrigieren musste, glaubt man nicht, dass der schon irgendwie in irgendeiner Form beeindruckt ist. Ne? Und ich muss das dann nochmal machen, weil der Hund meine Korrektur nicht da ernst nimmt oder so, dann darf das nicht immer in der gleichen Art und Weise passieren, sondern da muss gleich mal, sagen wir mal, nochmal eine Schippe drauf. Also der Hund muss merken, ich bin da nicht so, dass ich sage, nein, probieren wir nochmal, sondern ich sage dem, hey, Freund, ich habe dich gerade korrigiert, falls dir das entgangen sein sollte. Ne? So, und das mache ich auch durchaus mit einer körperlichen Berührung, weil dass die Hunde dann eigentlich am besten verstehen. Und ich habe nicht meine Leine mit reingebracht, was auch sehr wichtig ist. Ne? Weil die blöde Leine, komm her, ist schon wichtig, weil kein Hund auf der Welt, bleiben wir in Deutschland, kein Hund in Deutschland kommt aus, ohne dass der jemals an der Leine sein musste. Sagen allein schon die Gesetze oder verlässt nie das Grundstück. Aber das soll ja auch nicht so sein. Und deswegen muss der beim Üben an der Leine erstmal sein. Das hilft alles gar nichts. So, wenn ich dann fürs Üben, fürs Korrigieren vom Hund immer nur die Leine nehme, dann werden die wirklich, also wenn es vom Timing her nicht optimal ist, werden die Hunde wirklich so, dass sie echt den Besitzer anscheinend ignorieren. Das tun sie aber nicht, sondern sie haben gelernt, naja, das mit der Leine, das gehört irgendwie dazu. Die haben ja
was ich da meinen Leuten immer sage, keine WhatsApp-Gruppen, wo die sich austauschen können nach dem Motto, ey, ist dein Alter auch immer so nervig an der Leine oder irgendwie so, der zuppelt da mal dran rum oder der zieht und macht und tut, sondern sie nehmen das an, was mit ihnen gemacht wird. Und der Gio glaubt wahrscheinlich schon, dass das so ist, wenn man an der Leine ist, dass halt immer mal wieder so irgendwie so ein Zurückreißen damit bei ist. Aber das könnte man wirklich ja, an einem Nachmittag ändern. So, jetzt war er ziemlich artig, jetzt mache ich dem auch die Leine ab. Bällchen, ne? Dass er jetzt nicht gleich losspringt, kann ich mit beiden Händen verhindern. Schau mal, Gio, schau mal. Okay, jetzt darfst du. Was? Du meinst, ich schmeiß das? Nee, kannst du vergessen. Ja, das wäre jetzt so eine Übungslektion. Die wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt das mit ihm alleine gemacht hätte und nicht für die Kamera, sogar deutlich kürzer gewesen zum Start. Aber ich würde, wenn ich jetzt von der Zeit das bieten kann, durchaus in 10 Minuten auch nochmal wieder eine nächste Ablenkungsgeschichte damit reinbauen. Aber jetzt hat er erstmal frei. Ich fange jetzt nicht an, wenn er jetzt dann wirklich freigegeben ist, dass ich gleich wieder ihn anspreche oder Gio oder irgendwas von ihm möchte, dass er herkommt oder sowas. Der hat jetzt wirklich frei. Das ist ja auch was viele Hundebesitzer nicht machen. Die texten immer ihre Hunde voll und wundern sich, dass der dann eigentlich immer ignoranter zu werden scheint. Aber der hat sich eigentlich nur an ein nerviges Nebengeräusch gewöhnt und macht das nicht, weil er einen ärgern möchte oder so. Was du mit einem aufgeregten Hund, der vielleicht auch gerne bringt, niemals, am besten wirklich niemals machen solltest, das ist das da. Schmeiß etwas und lass den Hund gleich hinterherfetzen. Es sieht schön aus, es sieht lustig aus, der Hund ist offensichtlich sehr glücklich dabei. Das stimmt ja auch alles, aber du bringst ihn dazu, dass er immer aufgeregter wird und dass er auf schnelle Bewegungen halt so reagiert, wie du das dann für einen Ball durchaus okay findest, aber der wird dir das auch machen mit Joggern, mit Radlfahrern, mit allem, was sich schnell bewegt, wo er halt gerne hinterher möchte. Weil das ist für die dann wie so eine Sucht, kannst du sagen. Aufregung. Stattdessen solltest du das so machen, dass der Hund dabei an der Leine ist und dass er wirklich von Anfang an lernt, er darf den Ball schon holen, aber er muss dafür erstmal warten und durchaus auch einen Blickkontakt hergeben. Das lernen die Hunde ganz, ganz schnell und die haben genauso viel Spaß dabei, weil es für den Hund viel anspruchsvoller ist, weil es für die Hunde viel anspruchsvoller ist, dass sie warten müssen, dass sie dann den Ball nicht einfach mit den Augen halt verfolgen und der liegt dann da sichtig und sie sammeln den einfach ein, sondern dass er sich erstmal zusammenreißen muss und dann muss er ihn sich mit der Nase suchen, weil das wird bei vielen Hunden überhaupt gar nicht gemacht, dass der das auch mal ein bisschen schwer hat, das Ding zu finden. Und dann habe ich eigentlich drei Sachen anstatt eine Sache und drei Sachen, die richtig Sinn machen und für den gesamten Gehorsam des Hundes einfach sich total auswirken, dass der Hund lernt, sich zusammenzureißen, zu fragen, wenn er irgendwas möchte und trotzdem mit mir zusammen halt eine schöne Zeit haben. Ne? Und da sind ganz, ganz viele Chancen und die sollte man auch nutzen, weil kein Hund kommt auf die Welt und sagt, wenn du mich kaufst, ey, ich mach dich so dermaßen fertig oder so, sondern das ist ja ein Prozess. Das ist eine Entwicklung, die der Hund durchmacht mit seinem Besitzer. Und wenn man da so ein bisschen zielorientiert da vorgeht, dann ist das nachher eigentlich sogar schön, wenn man einen aufgeschlossenen, aktiven Hund hat, weil man mit dem dann auch wirklich schöne Sachen machen kann. Ne? Mit dem Bernardiner ist meistens dann das Gemeinsame ist recht beschränkt, sag ich mal, weil die wollen dann halt rumliegen und die sind nicht sonderlich aktiv, die meisten. Aber mit so einem flotten Hund, das bringt ja auch Spaß, wenn man mit dem mal Aufgaben machen kann und der sucht was für mich und der hat da eben selber auch noch was von. Ne? Was du beim Üben oder überhaupt sagen wir mal, beim Umgang mit deinem Hund immer beachten musst, das ist erstmal, dass du dir schon denkst, was wird der Hund wohl als nächstes gleich machen. Das ist eigentlich nicht so schwer, weil wenn sich irgendwas ereignet, irgendein Vogel, der wegfliegt oder halt stellvertretend für alle schnellen Ablenkungen hier einfach mal ein Tennisball, wenn der sich schnell wegbewegt, wird der Hund sehr wahrscheinlich hinterher wollen.
Und du musst ihn halt dann, wenn du rechtzeitig dran bist, auch nicht mehr irgendwie oder überhaupt nicht eigentlich krass korrigieren, sondern eigentlich nur mal kurz so, hey, Reicht jetzt schon, wenn ich das sage, dass der sich wieder zurücknimmt, ne? Sein Quietschen, das kann man nicht jetzt praktisch in einer Lektion oder auch nicht in zwei, dreien wegbekommen. Das ist einfach seine innere Unruhe, die er hat, die jetzt einfach als Ton da aus ihm rauskommt. Aber so sonst vom Rumstehen her ist er jetzt ja schon aufgeräumt, ne? So, der muss jetzt auch nicht Sitz machen oder sowas oder sich hinlegen oder so, sondern ich habe nur als Anliegen, dass die Leine nicht stramm werden darf. Der dürfte auch vor mir laufen, wenn er das denn mit einer lockeren Leine macht, ne? Also, dass wir uns da ganz klar sind, der Hund, der muss nicht immer hinter mir laufen, weil was ist denn das für ein Spaziergang, ne? Also dann kann man ja gleich zu Hause bleiben. Nur bei Situationen, wo halt die Ablenkung dann da sich nähert oder so, dann brauche ich den Hund aufgeräumt bei mir. So, also muss den schon korrigieren oder beziehungsweise ihn darauf hinweisen, dass das gerade Quatsch ist, was er vorhat, bevor der am Ende der Leine angekommen ist. Nur dann macht es Sinn für den Hund, weil wenn ich dem immer nur irgendwas sage, wenn der schon da so in der Leine drin hängt, dann kann er mich ja gar nicht verstehen, ne? Mein erstes Ziel, oberste Priorität, lockere Leine. Dann kann der sein, wo er will. Wenn ich ihm meine Leine hier für 2 Meter gebe, dann kann der theoretisch hier auch 2 Meter um mich rumgehen, es sei denn, er macht das da. Wenn er sowas macht, gucken viele Hundebesitzer halt zu, ne? Wenn er sich in die Leine rein, er ist jetzt eh schon nett, ne? Aber wenn er sich in die Leine reinstellt, dann haben die Leute offensichtlich das Gefühl, naja, ich habe ihn ja an der Leine, der kommt da ja nicht hin, so wie jetzt, ne? Aber das ist schon, wenn er das jetzt schon macht, bloß weil er irgendwo schnuffeln will, kannst du dir ja vorstellen, was der Hund macht, wenn er jetzt da irgendwas Spannendes sieht, ne? Dann ist keine Kontrolle mehr da und die darf ich halt nicht herschenken. Deswegen bin ich kein, ja, wie soll man sagen, irgendwie Kasernenhof-Typ oder irgendwie sowas, sondern das sind die Basics, die der Hund kapieren muss. Wenn der an der Leine ist, darf das Ding nicht stramm werden. Ansonsten kann ich den Spaziergang nicht genießen. Und ich kann mit ihm auch keine weiteren Gehorsamsübungen machen, wenn der Hund das nicht kapiert hat, ne? Also kommt es auf mein Timing drauf an. So, komm mit. Ich sag ja nicht Fuß oder irgendwie sowas, sondern ich erwarte einfach nur von ihm, dass er einfach locker mitgeht. Da darf der auch schnuffeln. Das ist völlig okay. Das ist ganz in Ordnung. Hauptsache, er regt sich nicht auf. Ganz einfach, ne? Jetzt kommt wieder irgendein Ball geflogen oder so. So, und das war jetzt, was haben wir jetzt gemacht? Insgesamt vielleicht eine Viertelstunde. Und der bleibt jetzt schon stehen. Also das ist doch eigentlich schon, ja, rechne das wieder hoch, ne? So wie bei dem Chihuahua, was man eigentlich erreichen kann, wenn man eine Woche lang konsequent übt und dann noch vielleicht auf einen Monat hochgerechnet oder auf 3 Monate hochgerechnet, ne? Dann ist nämlich, wenn du dann mit einem Welpen anfängst, das Thema eigentlich schon kein Thema mehr, wenn der Hund ein halbes Jahr alt ist, ne? Zumindest kein großes mehr. So, komm. Du, hallo. Merkst du nur, Ding, aus dem Handgelenk ist es so eine Bewegung. Wirklich nur Mist. So, und das Ganze mit meiner eigenen Bewegung, dann brauche ich den gar nicht mehr korrigieren an der Leine. Das will ich nämlich nicht. Ich will da eigentlich gar nichts dran machen an der Leine, ne? So, er hat wieder seinen Ball im Kopf. Sitz. Fein. Also noch besser. Und immer warten, Pause machen, bevor der irgendwas darf. Und nicht dem Hund entsprechen. Er will jetzt dahin. Ich will aber, dass er herkommt. Hier, Gio, hier. Brav. Fürs Herkommen ist das Einzige, wo ich Leckerchen gebe. Weil ich finde, das macht Sinn, das soll er gerne haben. Er soll sich gut fühlen, wenn er herkommt, weil er hat jetzt ja auch dafür etwas liegen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? So, jetzt gucken wir mal, dass wir den vernünftig ins Fuß reinkriegen. Komm hier. Brav. Komm. Sitz. Guck mal, Wahnsinn. Jetzt dreht er sich schon weg von dem Ball. Bleib. Macht er ganz gut. Und das kann man nicht oft genug üben. Er will jetzt dahin, ich aber nicht. Komm.
Ich hätte jetzt gar nichts machen müssen an der Leine. Da hat sich's noch mal überlegt und das ist jetzt super. Es freut mich richtig. Sitz. Warte. So, jetzt habe ich das wie oft geworfen? 3-4 Mal. Tschüss, schau. Okay. Und dann darf er das Ding mal wiederholen. Prima. So ist gut. Beine. Streicheln, ich lasse ihn dann auch nicht weg, ne? Das ist jetzt kein Knurren, was er macht. Also falls du dich da ein bisschen wunderst, das ist jetzt so ein bisschen so ein wohliges Grunzen, ne? Komm hier. Gut, so. Beine. So, komm hier. Gut. Und er wird immer geschmeidiger an der Leine. Ist kein Reindrängeln mehr oder sowas. Alles gut. Ab und zu mache ich mal gerne diese diese Wendung gegen den Hund. Dass es auch mal knurpst. Jetzt ist aber an meinem Knie und nicht an seinem Kopf. Da ist er völlig gelassen, ne? Merkst du auch, der hat da deswegen keine Angst. Soll er ja auch nicht. Aber er soll wissen, dass es jederzeit passieren könnte, dass ich halt auch mal drehe. Sitz. Du bist ein alter Jammerlappen, weißt du das? Jo. Wieder Leine ab. Und Leine ab bedeutet nicht gleich losrennen, deswegen habe ich beide Hände dran. Falls er das machen wollte, hätte ich ihn wieder. Tschüss, schau mal. Okay, jetzt lass laufen. Ja, ich hoffe, du kannst mit dem Video was anfangen, was raussuchen für dich, was du dann verwenden kannst. Übe ruhige Sachen, ruhige Unterordnung, also wirkliche Unterordnung, nichts mit auf Leckerchen basiert, sondern wirklich immer wieder routinemäßig. Du bleibst da, du fragst, bevor du irgendwas darfst und diese ganzen Sachen. Und das gehört, ich will nicht sagen gebetsmühlenartig geübt, aber das zahlt sich einfach aus. Du hast dann den Hund tatsächlich wirklich einfach ruhig. Und wenn er laufen darf, dann ist er trotzdem noch lustig und fröhlich. Ne? Aber an der Leine kann das niemand gebrauchen, dass der Hund so unaufgeräumt ist und hier hin und da hin und dort schießt. Und deswegen gehört das geübt. Und nicht nur mit den Ablenkungen, die man halt im täglichen Leben oder so im Alltag eben hat mit dem Hund, nämlich wenn andere Hunde kommen oder sonst wie was, sondern mach deine Ablenkung selbst. Nimm dir was der Hund jetzt gerne mag, zum Beispiel ein Bällchen oder was, Spielzeug oder so. Du kannst auch mit Würstchen um dich schmeißen, egal. Also irgendwas, wo der Hund halt gerne hinterher möchte, aber wo er halt lernen soll, dass er diesen Drang nicht sofort gleich nachgeben darf. Ne? Und weil dann fällt es den Leuten auch einfacher leichter, das zu üben, weil da sind dann keine fremden Hundebesitzer meinetwegen mit involviert, sondern sie können das wirklich ganz ruhig und sachlich zu Hause im Garten üben oder halt auf den Spaziergängen halt, wenn sonst die Ablenkung halt noch nicht so da ist. Und dann hast du dann als Ergebnis einen ruhigen, artigen, aufgeräumten Hund an deiner Seite und an deiner Leine. Ne? Und deswegen macht er trotzdem noch sowas, was der Gio jetzt tut und ist lustig und gut drauf, aber wenn die Zeit dafür ist. Alles hat seine Zeit, sagt man ja so schön und das ist auch ein super Spruch. Und das muss der Hund lernen, sonst bringt es keinen Spaß mehr. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wünsche dir viel Erfolg beim Üben, dass du deinen aufgeregten Hund auch da eben Ruhe beibringen kannst. Und ja, wir werden uns sicherlich wiedersehen in einem von meinen nächsten Videos. Ne? In diesem Sinne, alles Gute, deine Steffi.